Judith Rakers, enthüllt. Das ist der wahre Grund für das Tagesschau aus. Judith Rakers hat gerade ihr Tagesschau aus verkündet. Was steckt dahinter? Fast 20 Jahre moderierte Judith Rakers, 48, die Tagesschau. Doch das ist bald Geschichte. Bei mir stehen Veränderungen an. Am 31. Januar werde ich zum letzten Mal die Nachrichten der Tagesschau präsentieren, verkündete sie laut der Bild bei einer morgendlichen NDR-Konferenz. Warum? Das sind Judith Rakers Zukunftspläne. Für die TV-Zuschauer mag der Abschied überraschend kommen, für ihre Kollegen nicht. Es kann passieren, dass Judith morgens ins Büro kommt, kurz erwähnt, dass sie von einem neuen Hochbeet geträumt hat. Dann macht sie ihren Job und schon am nächsten Tag ist zu Hause plötzlich der Garten umgegraben, erzählt eine Kollegin der Bild. Jetzt will Judith ihre Leidenschaft zum Beruf machen. Schon bald erscheinen mein erstes Kinderbuch, ein Experimentierkasten und ein Familienspiel zum Thema Gemüseanbau. Und ich habe noch viele weitere Ideen und möchte mehr Zeit haben, diese umzusetzen, erklärt sie. In der Mitteilung an das Kollegium heißt es, viele von euch haben sicher mitbekommen, dass ich parallel zu meinen Fernsehtätigkeiten auch Bücher schreibe, eine kleine Redaktion aufgebaut habe. Ein Online-Magazin zum Thema Home Farming herausgebe, einen Podcast produziere und nachhaltige Produkte für Balkon und Garten entwickle. Bereuen tut sie ihre Entscheidung nicht. Im Gegenteil. Ich weiß, viele von euch haben sich gewöhnt an mich in der 20 Uhr Tagesschau, in den Nachtsendungen, Frühsendungen und Wochenendausgaben. Ich habe mich selbst daran gewöhnt, aber jetzt ist es Zeit für Veränderung und den Mut, diese umzusetzen. Ich freue mich sehr auf alles, was kommt.